Das klingt aber gar nicht gut. Ah! Nein! Ich hier raus! Feuerwehrmann Sam! Oh, das war ein Traum, Gwendoline. Ja, und nun zu James und meinem Metalldetektor. Bis bald, Hauptfeuerwehrmann Steele. Nach so einem schmackhaften Mahl wird das sogar sehr bald sein. Ho, ho, ho. Ach, wo steckt nur dieser Ton nicht gut? Was? James? James, wo steckst du? Ja, Hilfe! Oh, bist du etwa von den Felsbrocken eingeschlossen? Ja, holen Sie mich hier raus! Oh je. Bleib bitte ganz ruhig, James. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Wir brauchen dringend Unterstützung. Ein Notruf. Ein Steinschlag am Strand verschüttet James Jones? Hauptfeuerwehrmann Steele ist vor Ort. Sam! Sehr schnell. Gut, da, er steckt irgendwo unter den Felsen. Such, Schnuffi. Such schnell James. Schnuffis empfindliche Nase wird genau feststellen, wo James verschüttet ist. Dann können wir ihn gezielt herausziehen, ohne weiteren Steinschlag zu riskieren. Er hat ihn gefunden. Gut gemacht, Schnuffi. Bist du verletzt, James? Nein, nicht ein Kratzer. Mich hat nichts getroffen. Ich bin nur von den Felsen ganz eingeschlossen. Penny, wir brauchen schnellstens die Plane, um einen Schutz hier drüber zu errichten, falls noch weitere Steine herunterstürzen. Ist gut, Sam. Schön, dich hier zu sehen, Critlington. Danke, Sir. Oh. Hallo, Sam! Das hätten wir. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Hoppla, oh, Vorsicht, Norman. Ich weiß, was ich tue, Mom. Ja, du spritzt mich nass. Oh, Norman! Keine Panik, Mom. Ich hisse jetzt das Segel. Oh, Vorsicht, wir kippen gleich um. Keine Angst, Mom. So, das Segel ist gehisst. Ich bin richtig gut, was? Oh, wir kippen um. Hilfe! Wir kippen um, Norman. Schon gut, Mom. Das gleiche ich mit Rudern wieder aus. Oh! Oh, jetzt sieh nur, was du angestellt hast. Oh, Norman, bring mich wieder an Land. Mir wird ganz schlecht in diesem Boot. Ich begreife das einfach nicht. Warum will er nicht fliegen? Tja, Wind ist genug da. Sollen wir ihm vielleicht helfen, Hauptfeuerwehrmann Steele? Ja, nein, ich brauche keine Hilfe, Kinder. Ich teste nur, was dieser Drachen hier so alles kann. Das kann ich Ihnen zeigen. Ja, meiner treu. Oh, wir sind so weit draußen und es ist zu windig. Oh, bring mich an Land, Norman. Der Sturm wird uns noch umblasen. So windig ist es doch gar nicht, Mom. Beruhige dich. Oh, aber jetzt fahren wir ja im Kreis herum, Norman. Das liegt daran, dass ich nur ein Ruder habe. Oh, oh, ich glaube, mir wird gleich schlecht. Vielleicht sollten wir doch Sam anrufen. Anrufen? Oh, aber das geht nicht. Ich habe mein Handy nicht dabei. Na, dann müssen wir wohl winken. Hilfe! Oh, oh, oh. Hilfe! Hilfe! Meiner Meinung Haltet durch! Ich bin schon auf dem Weg! Ich sehe sie! Los geht's! Hallo! Oh, endlich! Da sind Penny und Sam! Ich übernehme das kleine Segelboot. Und ich übernehme Charlies Boot. Norman, wirf mir euer Tau rüber. Ich binde es an Charlies Boot. Mach ich, Sam. Und ich schleppe euch zusammen mit Neptun hier weg. Wir sind in ein paar Minuten wieder an Land. Oh, ich kann es nicht erwarten, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Das war nicht meine Schuld. Das war der Wind. Norman, ich sagte dir doch, dass du eine erwachsene Begleitperson mitnehmen musst, wenn du rausfahren willst. Das hatte ich doch. Komm schon, Norman. Du weißt genau, was Penny meint. Oh, tut mir echt leid. Ich habe euch damit alle in Gefahr gebracht. Vielen Dank, dass du uns geholfen hast, Charlie. Und vielen Dank, Sam. Ach, na, das ist doch klar, Norman. Mach das nur ja nicht wieder, hä? Wenn die Steuerung wieder heil ist, darf ich dann vielleicht auch mal das große Boot fahren? Probier doch erst mal etwas weniger Gefährliches. Lass doch mal einen Drachen steigen. Ja, beim Drachen steigen lassen kommt man sicherlich nicht in Gefahr. Sandwich, Norman? Ich würde mich hier gern erst etwas umsehen. Du wirst niemals ein großer, starker Junge, wenn du nicht deine Sandwiches aufisst. Nein, Mom, ich bin ein großer, starker Junge. Und ich will mich jetzt umsehen. So ungeduldig, was soll's? Guten Appetit, Trevor. Krabbenpaste. Wissen Sie, Dillis, ich... Wie kann ich da Nein sagen? Alles klar. Ich muss da jetzt nur runterklettern und die Münzen einsammeln. Und dann heißt es, hallo Skateboard. Oh, gut. Alles trocken und auch nicht zu tief. Ist doch kinderleicht. Hallo? Ma? Hilfe! Greifen Sie zu. Oh, ich, wer weiß wohl, wo Norman steckt. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Oh, bestimmt versteckt er sich. Das spielt er zu gerne und wir sollen ihn dann finden. Norman! Norman Price! Er muss ganz in der Nähe sein. Wollen Sie sich nicht etwas wünschen? Gut, na dann. Und? Wie lautet Ihr Wunsch? Oh nein, das kann ich nicht sagen, Dillis, sonst geht er nicht in Erfüllung. Ach, kommen Sie. Nein. Rücken Sie raus damit. Oh, nun sagen Sie ihr schon, was Sie sich gewünscht haben und dann holt mich hier raus. Er spricht. Ein redender Wunschbrunnen. Ich bin es doch, Mom. Ich sitze fest. Norman! Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Hol ihn da raus, Sam. Oh, das kannst du doch. Selbstverständlich, Dillis. Na los, Penny. Du sicherst das Seil dort an diesem Pfosten und ich schaue nach unserem Norman. Hör zu, Norman. Ich werde mich in den Brunnen abseilen, um dich da rauszuholen. Ist gut, Sam. Ich hab es. Ganz vorsichtig, Sam. Oh, ist er nicht mutig? Ich habe alle Münzen verloren. Das ist halb so schlimm, Norman. Blöder Ball. Was? Hä? Oh nein, ich stecke fest. Hallo? Hey, kann mir jemand helfen? Ist da niemand? Hallo? Ich fuhr hier zufällig vorbei und fand ihn genauso vor. Oh. Kannst du dich da nicht irgendwie herauswinden, mein Schatz? Habe ich versucht, Mom. Es liegt an seinen Ohren. Oh, Norman, du bist noch viel schwerer zu hüten als ein Sack Flöhe. Ich denke, wir sollten lieber Feuerwehrmann Sam rufen. Mhm. Lassen Sie mich durch, geben Sie den Einsatzkräften Raum. Norman Price. Wer wohl auch sonst? Ach, hallo, Hauptfeuerwehrmann Steele. Bitte helfen Sie meinem Jungen. Meinen Sie, Sie können ihn frei bekommen? Treten Sie beiseite und lassen Sie mir bitte etwas Platz, ja? Da muss ich an einen Jungen denken, dessen Kopf steckte fest in einem Gartentor. Nur war sein Kopf mir so eingeklemmt. Ja. Oh, oh nein, 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 nein! Hilfe, ja, ich hänge fest! Los, ziehen Sie! Ja, oh, nicht daran, Mister! Oh. Das liegt an seinen Ohren. Die stehen noch mehr ab als meine. Oh, das ist alles so lächerlich. Richtige Hilfe muss kommen. Es ist ein Unglückstag mit mehr Pech als genug. Geld verloren, der Zahnarzt hat bohren und mein Bein ging zu Bruch. Was? Hauptfeuerwehrmann Steels Kopf steckt ebenfalls fest in demselben Gitter? Aber Sam und Penny sind immer noch weg. Ich bin als Einziger noch hier, aber ich kann doch nichts machen. Oder etwa doch? Jemand ist in Schwierigkeiten. Ich muss etwas unternehmen. Nina, 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 Nina. Da! Das ist Elvis! Quittchen? Du meiner Treu! Ich melde mich offiziell zum Dienst, jetzt und immer! Ach du meine Güte! Kein Problem, ihr seid da sofort raus. Trevor, ich brauche die hydraulische Schere hinten beim Werkzeug von Venus. Oh ja, ich hole sie. Frauen und Kinder zuerst. Oh, mein kleiner Bengelengel, du bist gerettet. Was ist das? 69, 76, 99, 100. Gefunden. Du hast dich ja gar nicht versteckt, Mandy. Norman, sieh dir das an. Eine Leuchtrakete. Wow. Diese Dinger sind echt toll! Wenn man sich verlaufen hat oder so, dann zündet man sie an und sie steigen ganz hoch in den Himmel auf. Und dann kommt jemand und du wirst gerettet. Wo hast du die denn gefunden? Sie lag da im Gras. Cool! Zünden wir sie an. Was? Hurra! Wir machen unser eigenes Feuerwerk, Mandy. Also ob das so eine gute Idee ist? Nein, das ist eine tolle Idee, ja. Vielleicht sollten wir sie Feuerwehrmann Sam geben? Ach, jetzt sei doch keine Spielverderberin. Komm mit, ich weiß einen Ort, wo wir sie loslassen können. Ach, dieser Tom. Wo steckt er denn nur bloß? Na, dann fange ich eben ohne ihn an. Er wird ja sicher jeden Moment hier sein. Hier, das ist doch wohl ein toller Ort, um sie anzuzünden, oder? Immerhin ist hier kein Mensch in der Nähe. Nur ich, du und die Rakete. Bist du auch sicher, dass das nicht gefährlich ist? Mandy, du klingst schon genau wie meine Mom. Wie soll denn etwas gefährlich sein, womit man sonst Menschen rettet? Hm, da hast du recht. Hm. Das, was ich tun muss, ist diesen Knopf zu drücken. Na los jetzt, Mandy. Mach schon. Nein. Du traust dich wohl nicht. Was, Mandy? Feigling, Angsthase. Es geht nicht darum, dass ich sie nicht anzünden kann, sondern dass ich sie nicht anzünden will. Und es ist mir egal, ob du mich für cool hältst oder nicht. Oh, hör nur! Da ruft jemand um Hilfe. Hilfe! Hilfe! Ich hänge fest! Das kommt von den Klippen. Na los, Norman! Hilfe! Hilfe! Hier oben! Oh, das ist Penny! Was für ein Glück, dass ihr hier seid. Ich hänge fest. Wir müssen sofort Hilfe holen, Norman. Moment mal! Was hast du da in deiner Hand? Eine Leuchtrakete. Was? Aber das ist kein Spielzeug. Feuerzeug. Die haben wir gefunden. Ich wollte sie eigentlich gerade Feuerwehrmann Sam bringen. Das ist gut. Aber im Moment können wir sie hier besser gebrauchen. Würdest du sie mir bitte hochwerfen, Mandy? Ich? Oh, wird gemacht. Ein super Wurf, Mandy. Wow! Wow! Tja, schau her. Oh je. Ach, was für eine Riesenaufregung. Aber ich muss jetzt weiter. Ja, ich habe auch noch so einiges zu erledigen, Mike. Hilfe! Ich stecke fest. Norman! Oh, noch ein Notfall. Hilfe! Mom, meine Füße stecken hier drin fest. Oh, Norman, was hast du da nun wieder angestellt? Das ist schnell trocknender Zement. Der ist schon nach ein paar Minuten fest. Keine Sorge, Norman. Das haben wir gleich. Norman Price, was hast du dir nur dabei gedacht? Entschuldige, Mom. Dabei will ich doch nur ein klein wenig Ruhe und Frieden. Das klingt nach einem Rauchmelder. Und das klang nach einer geplatzten Spraydose. Oh, mein Laden! Ich muss gleich die Feuerwehr anrufen. Halt! Man darf niemals ein brennendes Gebäude betreten, Dillis. Keine Sorge, Sam. Ich könnte sie auch von uns aus anrufen. Es geht ganz bestimmt schneller, wenn ich zur Feuerwache laufe und Hilfe hole. Ich bin der Geist von Pontypandy. Hallo, Norman. Ach, ihr seid gemein. Mandy hat euch sicher gesagt, dass ich es bin. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe deine Mom erschreckt, aber du bist ja noch niemanden. Ha, aber Halloween ist doch nicht vorbei. Jetzt zünden wir die Kürbislaterne an. Oh, na endlich. Also das ist wirklich gruselig. So etwas Gruseliges kriegst du niemals hin, Norman. Ha. Ich glaube, dein Dad wird draußen gleich das Feuer anzünden. Ich werde den Kürbis in einen Geist verwandeln. Perfekt. Ich habe schon solchen Hunger. Ach, die kommen schon noch, Mandy. Ich weiß, Norman kann uns doch so lange seine Geistergeschichte erzählen. Na gut. Aber das ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist ganz in echt passiert. Na klar, Norman. Jetzt erzähl schon die Geschichte. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Halloween. Der Geist von Pontypandy wanderte mit seinen klappernden Ketten durch die leeren Gassen und heulte. Oh. Das klingt aber mehr nach einem Seehund. Der ganz in weiß gekleidete Geist wanderte den Berg hinauf zu dem Haus, in dem er einst wohnte. Dieses Haus. Er ging einfach so durch die Wand und direkt ins Wohnzimmer. Und dann ging er rüber zum Fenster und dort nahm er dann seinen Kopf ab. Norman, du bist ein Spaßvogel. Und dort steht der Geist jetzt auch. Und er starrt euch alle an. Na los, wenn ihr euch traut, dann dreht euch doch mal um. Na gut. Oh nein! Oh nein! Der Kürbis brennt da! Oh, Feuerwehrmann! Sollten wir wirklich allein rausfahren, Captain Norman? Klar! Die See ist doch ganz ruhig. Und hier draußen kriegen die Mädchen uns niemals. So machen echte Piraten das nun mal. Na ja, aber ich bin schon so müde. Oh, ich auch, ja. Also werde ich jetzt mal ein Piratenschläfchen halten. Harr. Zeit für das Picknick. Oh, Steine! Norman, wach auf! Was? Kein Wunder, dass der Korb so schwer war. Diese doofen Mädchen haben ihn mit Stein gefüllt. Jetzt vergiss doch mal das Picknick. Wo sind wir? Wir müssen von der Küste weggetrieben sein, als wir schliefen. Alpha! Jungs sollen bessere Piraten sein als Mädchen? Pah! Ob Sie die Steine schon gefunden haben, Kapitän Sarah? Klar, aber ich kann die beiden nirgendwo im Hafen entdecken, Mandy. Sie müssen weit aufs Meer hinausgefahren sein. Na, ihr Piraten, habt ihr schon Schiffe entdeckt? Nein, Dad, das ist ja das Problem. James und Norman sind irgendwo da draußen auf dem Meer, in ihrem kleinen Boot. Das Meer mag ruhig aussehen. Aber man kann leicht hinaustreiben, wenn man nicht genug aufpasst. Ich rufe besser Feuerwehrmann Sam. Ich bin der Kapitän. Und ich sage, wir rudern zur Küste. Aber wir wissen doch gar nicht, wo die Küste ist. Nachher rudern wir noch in die falsche Richtung. Oh. Au! Oh, hoffentlich ist nichts passiert. Mach dir keine Sorgen. Sam findet sie schon. Kein Wasser. Was sollen wir denn jetzt tun, James? Also jetzt beruhige dich doch mal, Norman. Die suchen bestimmt schon längst nach uns. Aber das Meer ist so riesengroß, James. Wir sind wie eine winzig kleine Nadel in einem Wasserhaufen. Hä? Hä? Hier! Ich zeige Mom, wie ordentlich Derek ist. Ist doch kinderleicht. Halt mal. Stinkbomben? Eine falsche Fliege? Und wenn ich mich nicht komplett irre? Eine Springschlange. Der Klassiker. Kleiner, böser Derek. Hinter seiner langweiligen Strebermaske ist er genauso drauf wie ich. So übel ist er anscheinend doch nicht. Hoffentlich kommt er bald wieder, damit wir damit spielen können. Aber er ist schon ziemlich lange weg. Es geht ihm doch gut. Oh, ich hätte das mit den Pontypandy-Falken nicht erfinden sollen. Vielleicht hat er sich verlaufen. Ihm könnte was passiert sein. Mom muss Feuerwehrmann Sam verständigen. Nur der kann ihn retten. Los, Norman, beeil dich! Los, spring rein, Norman! Fahr vorsichtig, Sam! Die Karte, die ich ihm gezeichnet hatte, muss er hier sein. Aber er ist hier nirgendwo zu entdecken. Wir sollten die Sirene ausstellen. Vielleicht können wir ihn dann rufen hören. Hilfe! Hallo! Hilfe! Was ist das? Ich glaube, ich kann ihn hören, Sam. Helf mir! Da. Bleib ruhig, Derek. Feuerwehrmann Sam holt dich ganz schnell hier hoch. Vorsicht, die Steilwand bröckelt schon. Wir müssen ihn schnellstens hochholen, mit vereinten Kräften. Genauso wie wir als Team deinen Schlüssel geangelt haben, nur bin ich diesmal der Haken. Passt auf, Elvis, du steuerst die Winde. Und Penny, du gibst ihm Anweisungen. Kein Problem, Sam. Nicht ganz so schnell, Elvis. Sam ist fast da. Und stopp. Perfekt. Derek, du musst dich jetzt an mir festhalten. Wir werden gleich oben sein. Ach, danke. Ja, er hat ihn, Elvis. Zieh die beiden hoch, aber schön gleichmäßig. Hallo? Oh nein! Hilfe! Oh, ganz ruhig, Norman, ganz ruhig. Ich komme hier nicht runter. Hier sein. Ist da. Ich helfe dir da in 0, nichts runter. Oh nein, ich kann nicht hinsehen. Pass auf, Norman. Du steigst jetzt langsam rückwärts darunter. Ich sage dir, wo du mit deinen Füßen Halt hast. Nicht so zittern, Norman. Etwas nach links. Du hast es fast geschafft. Ganz super gemacht. Dankeschön, Feuerwehrmann James. Ach, das war doch kinderleicht. Was anderes damit machen? Mir wird schwindlig, James. Ich fliege aber gerne im Kreis. Jetzt flieg doch mal ein Looping. Komm, ich zeig's dir. Hey! Pass auf. Oh, weia. Was war das denn? Oh, das sollte eigentlich nicht passieren. Ist es aber. Das kriegen wir dann nie runter. Wir könnten doch versuchen, den Baum raufzuklettern. Aber der Baum ist viel zu hoch, Norman. Hey, wir nehmen einfach die da. Wenn wir diese Holzstämme ganz hoch stapeln, dann könnten wir vielleicht ans Flugzeug rankommen. Aber ist das nicht gefährlich? Überhaupt nicht. Außerdem, wie willst du denn sonst dein Flugzeug darunter kriegen? Das ist aber ganz schön hoch. Ich komme rauf und helfe dir. Du hast recht, ist ganz schön hoch. Das ist alles deine Schuld. Warum habe ich nur auf dich gehört, Norman? Hilfe! Hilfe! Es hat keinen Zweck, Norman. Tom Thomas ist nicht in der Bergwacht. Ich kann seinen Hubschrauber von hier sehen. Da, bei der Feuerwache. Och, so ein Pech. Aber ich habe eine Idee, James. Nein, Norman. Ich habe genug von deinen Ideen. Außerdem ist mir gerade selbst was eingefallen. Dann beeil dich aber. Meine Arme tun schon weh. Ich schicke jetzt einfach mit meinem Flugzeug einen Notruf runter nach Pontypandy. Du darfst dein Flugzeug doch gar nicht in Pontypandy fliegen lassen. Aber das hier ist ein echter Notfall, Norman. Eine Nachricht? Oh je, James und Norman sitzen auf einem Baum fest. Wir schicken Tom hin, wenn er dich runtergelassen hat. Ich kann nicht mehr. Aber du musst doch durchhalten. Sieh nur. Da sind sie. Hurra! Festhalten, Norman. Retten wir die beiden genauso, wie wir Dolly gerettet haben? Diesmal gehen wir anders vor. Wir müssen erst Norman retten und dann James. Du holst das Sprungtuch und ich hole die Leiter. Wird gemacht, Sam. Beeilt euch. Ich kann mich hier oben nicht mehr sehr lange halten. Lass dich einfach fallen, Norman. Wir fangen dich auf. Wow, das war spitze. Eine heiße Schokolade, Norman. Norman! Oh, nein. Er hat sein Frühstück nicht angerührt. Oh, er muss hier rausgeklettert sein. Oh, dieser ungezogene Junge. Tiger, was hast du denn hier draußen zu suchen? Komm, im Boot ist es besser. So, und wo steckt Woolly? Habt keine Angst, Woolly. Norman ist gleich da und holt euch. Ich sehe hier keine Schafe. Norman? Aber ich höre Dillis rufen. Schatz ist verschwunden. Könnte es sein, dass er los ist, um Woolly zu suchen? Ja, er hängt so an diesem kleinen Schaf. Haben Sie keine Angst, Dillis. Ich bin ganz sicher, dass Penny und Elvis ihn finden. Ich halte hier die Stellung und werde Ihnen Gesellschaft leisten. Oh, danke. Sie sind so ein Kavalier, Trevor. Aber Norman braucht mich. Ich muss unbedingt mitkommen. Hier. In Ordnung, Dillis, aber Sie müssen eine Schwimmweste tragen. Penny ruft Sam. Wir brauchen dringend deine Hilfe. Norman Price ist allein im Hochwasser unterwegs. Wahrscheinlich in Richtung Weide. Fein. Ich halte hier die Stellung. Bitte halte Ausschau nach Tiger, Sam. Das mache ich, Gwendoline. Das mache ich. Das wär's. Alle an Bord. Rück mal ein Stück, Tiger. Gleich sind wir alle wieder in Sicherheit. Nur noch die Ruder. Hey, ihr dürft nicht so wackeln, ja? Gleich habe ich es. Nicht! Hilfe! Hallo! Woolly! Komm zurück! Die Junge über Bord! Soll ich diese Gegend nochmal überfliegen, Sam? Nicht nötig. Siehst du, da unten ist er. Sam ruft Penny. Norman ist mit einem Ruderboot bei den Wiesen. Er ist ins Wasser gefallen. Beeilt euch bitte. Alles klar, Sam. Kleiner, nasser Liebling. Alles wird gut, Norman. Wo ist Woolly? Oh, ein Glück. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.